Ja, Geschwister, manche Not begegnet uns in dieser Welt und wo suchen wir Hilfe? Die Hilfe allein kommt von Gott und da ist auch, soll unser Bestreben sein, Geschwister, den echten Weg zu Gott führen, ins Gebet gehen und Gott bitten um Hilfe, um Beistand, um Kraft, um alles das, was kommt, Geschwister, erstmal zu tragen können und das andere auch es von Gottes Hand annehmen und wissen, dass Gott nicht etwas auflegt, was wir nicht tragen können. Aber doch, wir brauchen Kraft, Geschwister. Und um diese Kraft geht es heute Morgen. Und die Kraft des Wortes, ja. Ich wünsche uns, Geschwister, besonders durch das Wort, dass wir in diesem zeitlichen Leben nicht versagen und nicht einfach denken, wir sind allein gelassen, sondern wir haben Gottes Wort. Wir haben das Vorlesungswort gehört, ein sehr ernstes Wort, wo damals das Volk Israel nicht verstanden hat und sich aufgelehnt hat. Wie kann uns dieser sein Fleisch geben zu essen und sein Blut zu trinken? Aber Jesus in seiner großen Liebe hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es bleibt so. Es ändert sich daran nichts. Wer mein Brot, mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Und so bleibt es, ja. Und darum, Geschwister, wir alle steuern der Ewigkeit zu. Wir gehen durch schwere Probe, durch Anfechtungen, durch Leiden, durch Nähten, durch Anklage. Und in dem allem brauchen wir doch Kraft. Und wenn Gott diese Kraft nicht bereitet hat, wer kann bestehen? Und darum hat Gott einen Weg gefunden, ein Mittel, ein Dach bei sich, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, das Lebensbrot, all das, was Gott uns bereitet hat. Ich lese uns einen kleinen Abschnitt nochmal auch aus demselben Kapitel, Johannes 6. Ich lese mal von Vers 28, ein paar Vers dazu. Johannes 6 von Vers 28 vielleicht. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Eine gute Frage vom Volk. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk. Glaubet an den, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? Ja, wir sollen wirken, aber was wirkst du? Und dann ein Vorwurf. Unsere Väter haben Manna gegessen, in der Wüste, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Also das ist eine Wirkung gewesen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Wege solch Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus hat geredet hier ein Wort, welches die Juden damals, das Volk nicht verstanden hat. Und doch hat Jesus darauf bestanden, gesagt, wahrlich, wahrlich, so bleibt es. Es ist so. Und es wird Gott irgendwann zeigen euch, dass ich wirklich das Brot des Lebens bin. Und wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das Manna, was Gott gegeben hat, das hat gewirkt zeitlich für dieses Leben. Aber dieses Brot, sagt er, wird Leben geben, wenn ihr es isst und trinket. Ja. Jesus hat in seiner Liebe wohl geredet zum Volk und möchte, dass ihr Herz bewegt wird, dass sie einfach glauben an ihn, dass er gesandt ist von Gott, das Brot des Lebens, ja, dass sie an ihn glauben und wer an ihn glaubt, der wird selig. Wer mit dem Munde bekennt und glaubt, der wird selig. Und das hat dem Volk Israel damals nicht angehangen, nicht behagt ihnen. Wie können wir das? Wir haben doch Mose, wir haben Abraham. Aber Jesus sagt, nein, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dann sagt er im 47. Vers 48, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.
ich bin das Brot des Lebens. Und in Matthäus 6 lehrt Jesus durch seine Jünger beten. Matthäus 6, ich lese ein paar Vers von Vers 9. Darum sollt ihr also beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Sünden, unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier betet Jesus, lernt Jesus beten, sagt, ihr sollt so beten, unser täglich Brot gib uns. Und hier in Johannes 6 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und der Gedanke für heute Morgen, Geschwister, habe ich beschrieben mit den Worten, gib uns unser täglich Brot. Und es geht nicht um das natürliche Brot heute Morgen, wie ihr denken alle verstehen, sondern es geht um das lebendige Wort Gottes. Und das soll unser Gebet sein, ja, Herr, gib uns unser tägliches Brot für heute. Wir brauchen es heute, jeden Tag, dass unsere Seele nicht stirbt, dass sie nicht verhungert, sondern dass sie gesättigt wird mit dem Brot von oben, mit der Kraft. Das tägliche Brot der Seele ist Gottes Wort und davon lebt die Seele. So wie unser Leib lebt vom natürlichen Brot, so lebt unsere Seele von dem Brot des Himmels oder vom Himmelsbrot, welches von oben kommt. Ja. Und darum möchte der Herr helfen, dass dieses Wort mit uns groß sein, Geschwister. Und er bietet es an. Er gibt es umsonst. Ja. Es ist so wichtig. Jesus sagt bei seiner Versuchung, ja, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und er gibt es, Geschwister. Wir singen ein Lied. Nimm, er steht da mit geöffneten Händen. Nimm aus der Fülle, die Jesus nur gibt. Ja? Nur gibt, ja. Und so, Geschwister, er hat geöffnete Hände. Er gibt genug, Geschwister. Er ladet euch, kommt her zu mir alle. Ja? Kommt, esset, trinket, ihr durstig seid. Ja? Nehmt es, ja. Zahlt kein Geld irgendwo, sondern nehmt es. Und in Amos, im Prophet Amos sagt er, ja, ich will einen Hunger erwecken. Ein Hunger nicht nach dem Brot, sondern nach dem lebendigen Wort. Vielleicht lese ich es uns, Geschwister. Es ist so wichtig, dass wir erkennen Gottes Fürsorge und Gottes Gnade für alles, was Gott bereitet hat. Ja, Amos 8 ist es, ja. Amos 8 sagt der Prophet so, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören. Ja. Das werde ich tun. Und Geschwister, heute haben wir Gelegenheit zu lesen, ja, zu zuhören, zu schauen, Geschwister, was Gottes Wort es an uns ziehen. Und Gott bittet besonders, dass er offenbart uns, ja, jeder von uns braucht eine Kraft, ja. Wir haben gehört das Zeugnis, ja. Wenn wir in schwere Not kommen, Geschwister, wenn uns der Feind etwas vorwirft, wenn wir vielleicht fehlen, ja, wenn wir vielleicht eine andere Stimme hören, aber Gott möchte helfen, Gott will, dass wir ihn hören, dass wir das lebendige Brot essen von oben, ja, nicht fremdes Brot, ja, sondern das, was Jesus gibt. Jesus ist uns verglichen in der Bibel mit Licht, ja, mit Brot, ja, mit allem möglichen Beispielen, was Jesus bedeutet. Ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin der Weg, die Wahrheit, ja. Und wir merken, Geschwister, dass dabei möchte uns Gottes Wort zeigen, wie groß Jesus ist, was in ihm alles enthalten ist. Aber wir möchten bleiben heute Morgen, ja, ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe Leben und wer dieses Brot trinkt und isst, der wird leben in Ewigkeit. In Johannes sagt Jesus so, ja, welchen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und das ist auch so, Geschwister.
frei machen kann nur Gott durch das Wort, durch Jesus, ja. Kein Mensch kann das tun, Geschwister, kein Pfarrer oder kein Prediger kann einen Mensch selig machen, sondern dieses Wort kann frei machen einen Menschen von der Gebundenheit der Welt, von der Sünde, von allem dem. Es kann nur Gottes Wort und der Geist Gottes. Und darum ist es so wichtig, Geschwister, dass wir Gott bitten, ja, gib uns das tägliche Brot vom Himmel. Wir brauchen es im Alltag, im Gott dienen, jung und alt, klein und groß, alle Geschwister. Niemand kann sagen, ich brauche nicht. Jesus sagt doch selber in Johannes, ohne mich kennt ihr nichts, bei dem Gleichnis vom Weinstock. Ohne mich kennt ihr nichts. Und das zu erkennen, Geschwister, müssen wir doch etwas haben. Und darum haben wir Gottes Wort. Und Geschwister, es ist so wichtig in dieser Zeit, das reine Wort haben. Und dass unser Gebet ist auch, Geschwister, dass wir beten für die Verkündigung, dass wirklich das reine Wort verkündigt wird. Apostel Paulus, gestern Abend sind wir auf den Gedanken gekommen, wo Apostel Paulus zum Timotheus spricht. Und er liebt diesen Timotheus. Er möchte ihm helfen, dass wirklich Timotheus erkennt, ja, und für was er berufen ist, was er zu tun soll. Und dann sagt Apostel Paulus im 2. Timotheus 2 zum Timotheus, ich lese drei Vers. 2. Timotheus 2, Vers ab 14. Solches erinnere sie und bezeuge vor dem Herrn, dass sie nicht um Worte zanken, welches nicht Nütze ist, denn zu verkehren, die dazuhören. Und dann sagt er, befleißige dich, Gott dich erzeigen als ein rechtschaffender und unsträflicher Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Und für das sollen wir beten, Geschwister, dass wirklich das Wort der Wahrheit von der Kanzel ausgeht. Nicht mein Wort, nicht ein fremdes Wort, sondern das Wort. Noch sagt Paulus zum Timotheus, predige das Wort. Er sagt nicht über das Wort oder von dem Wort, sondern das Wort. Und das bedeutet etwas, Geschwister. Das Wort, was wir haben, unverfälscht, ja. Und welches Not bringt, wenn es verkehrt ist, ja. Wenn es einfach nicht das reine Wort ist, ja. Und wie viel Not hat es schon gebracht in unserer Zeit, ja. Und darum soll es sein, Geschwister, ja, dass wir beten, dass das Wort der Wahrheit unverfälscht in rechtschaffener Weise verkündigt wird, dass wir das reine Brot essen. Wir brauchen doch reines Brot, die Milch, die reine Milch, ja. Wir brauchen es. Und darum ist es so wichtig, Geschwister, dass wirklich wir bedacht sind im Leben, dass wir nicht fremdes Brot essen, sondern das Brot, was vom Himmel kommt, was Gott gegeben hat, das Brot des Lebens, wo Jesus in die Welt gekommen ist, einfach geboren und mit 30 Jahren angetreten hat, sein Werk, ja, wie wäre er angenommen? Er war verachtet, ihm war widersprochen, an ihm hat sich geärgert, das Volk, und doch hat er das Wort gebracht. Oder die Propheten, wie ich oft zum Prophet gesagt wurde, zum Jeremia, gehe, verkündige, du musst das sagen. Du musst das sagen, glauben sie oder glauben sie nicht, du musst es sagen, dass sie es wissen. Und Geschwister, wenn wir wissen, reicht es nicht, sondern wir müssen es begreifen und glauben und in uns nehmen. Ja. Essen, nicht einfach denken, es ist uns gegeben, vorgetragen. Er sagt, isse das Brot, nimm es. Und darum, Geschwister, das Leben aus Gott, ja, ist uns gegeben durch das Wort. Und wir sollen es lieben von Herzen und Gott bitten, dass er uns hilft, wirklich diesem Brot Gehorsam schenken. Das ist noch wichtig, ja, nur nebenbei einführen. Einen wahren Gehorsam. Ja. Und nicht zweifeln an dem. Und der Feind ist versucht, uns ein Zweifel einpflanzen, ja, dass wir solle sein, sagt er zu der Schlange. Oder manches anders, ja, kann das solche sein? Die Jünger haben auch gesagt, wie kann das Wort, ja, kann das sein? Wenn es so ist, dann kann keiner ehrlich werden.
Ich sage, die haben sich geärgert, ja, und aufgeregt, aber ihr sagt nein. Ja. Wollt ihr auch weggehen? Ist das schwer, euch zu begreifen? Wie werdet ihr schaffen, wenn ich einfahren werde auf die Ehe? Wie wird es sein? Glaubt ihr dann? Ja. Und er hat gewusst, dass die Jünger einfach auch in manchem Zweifel sind, ja, und hat auch gefragt, Petrus, willst du auch, wollt ihr auch weggehen? Ist das für euch zu schwer, dieses Wort? Ja. Aber Petrus in seiner, wie sagt man, einfacher Weise, in seiner Ergebenheit zu Jesu, im Namen der Jünger, hat gesagt, wo sollen wir hin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Geschwister, wo sollen wir suchen? Jesus sagt, sucht in der Schrift, sie zeugt von mir, ihr habt die Schrift. Da sollen wir suchen, Geschwister. Vor kurzem war ein Gespräch, ja, mancher Mensch beruft sich auf etwas anderes, auf das, auf jemanden, aber Geschwister, wir sollen auf Gottes Wort uns berufen. Auf das reine Wort, was wir haben, was uns gegeben ist. Und heilige Männer haben geredet, geschrieben, geweissagt durch den Heiligen Geist, ja. Und das haben wir, Geschwister. Und bei dem armen Mann und reichen Lazarus, was sagt der Abraham? Sie haben Mose und Propheten. Glauben Sie Mose und Propheten nicht? Glauben Sie keinem Mensch, wenn er vom Himmel kommt oder von der Hölle kommt? Sie glauben es nicht. Und ihr habt das Wort, ja. Das ist in eurem Munde. Glaubt an das Wort. Und darum, Geschwister, ich sage es nochmal, wir sollen Gottes Wort glauben. Wir sollen nicht unsere Ansichten auf die Höhe des Wortes Gottes stellen oder unsere Meinungen, sondern Gottes Wort ist über alles. Mancher Mensch sagt, ich meine so, ich denke so. Aber was sagt Gottes Wort? Ja. Über Meinungen sagt der Apostel Paulus auch. Das lese ich uns jetzt. Wir können Meinungen haben, aber wie? 1. Korinther, gleich im Anfang. 1. Korinther 1, Vers 10. Hört man ganz gut zu, Geschwister. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, schreibt er an die Korinther, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasst nicht Spaltung unter euch sein, sondern haltet euch fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung. Und welcher Sinn ist es? Der Sinn Christi, die Gesinnung Christi. Da ist eine Meinung und da haltet fest. Haltet es. Verschiedene Meinungen führen zu Spaltungen. Aber einerlei Meinung, einerlei Gesinnung, sie führt zur Einheit. Und darum sagt er weiter, einer sagt, ich bin paulisch. Paulus hat so gesagt, der andere sagt, ich bin apollisch. Der andere so. Aber im dritten Kapitel, glaube ich, sagt Paulus, wer ist nun Paulus? 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist nun Paulus? Wer ist Apollos? Diener sind sie, ja? Durch welche ihr seid gläubig geworden. Sie haben eine gute Arbeit getan. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Wenn Paulus und Apollos nicht in einer Meinung gearbeitet hätte, hätte Gott nie das Gedeihen gegeben. Niemals. Sie haben in einer Meinung, in einer Gesinnung gearbeitet. Sie haben jeder getan, was die Pflicht, was er zu tun hat. Sie haben den Grund gelegt, sagt Paulus. Apollos hat begossen in einer Meinung. Und dann hat Gott das Gedeihen gegeben. Und das ist, Geschwister, wirklich was wir müssen begreifen, ja, dass wir auf Gottes Wort vertrauen, dass wir Gottes Wort zugrunde legen in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir vorhaben, dass wir Gottes Wort zugrunde legen und fragen, ja, uns selber, stimmt es nach Gottes Wort? Ist Gottes Wohlgefallen darauf, wenn ich das tue oder nicht tue? Gott beurteilt uns nach dem, wie wir dem Wort glauben, wie wir es befolgen, nach der Gerechtigkeit. Und darum möchte Herr Gott helfen, dass wir wirklich bitten täglich, Herr, gib uns das Brot vom Himmel, das reine Wort, dass ich einfach durchkomme, dass ich nicht unterliege. Und darum hat Jesus auch so oft betont, wahrlich, ich sage euch, es ist eine Tatsache. Ja, und oft lesen wir in den Briefen Amen. Was ist Amen?
eine Bestätigung, so ist es. Es bleibt so. Ja. Warum sagen wir Amen im Gebet, Geschwister? Wenn man hört, wenn jemand betet und bittet und er betet von Herzen, dann kann ich Amen sagen. Dann weiß ich, es ist gemäß dem Wort. Und das soll bleiben, Geschwister. Jesus sagt, wer an mich glaubt, 47 in Johannes 6, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot. Glaub mir. Glaubet Gott und glaubet an mich, sagt er in Johannes 14. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Glaubet an den, der mich gesandt hat. Und ich bin das Wort. Johannes 1, möchte ich noch kurz eingehen. Johannes 1, ich lese mal ein paar Vers. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war von Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht. In ihm war das Leben in Jesu. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und Jesus ist gekommen in die Welt als Licht, in die finstere, dunkle Welt. Und wie hat die Menschen und die Menschheit reagiert? Ja. Mit Unglauben, mit Zweifel, mit allem. Dann kommt eine Zeit, wo sie glauben an ihn, sagt es uns. Aber wo Jesus ihnen den rechten Weg zeigt, was Gottes Wort spricht, dass sie an ihn glauben sollen, dass er Sünde vergibt, dann war ein Aufruhr. Sie glauben nicht dem, was Jesus sagt. Und wir als Volk Gottes Geschwister sollen dem Wort Gehorsam schenken. Dann will ich ganz kurz auf den Gedanken eingehen, warum wird allgemein das Wort Gottes abgelehnt. Wir hören oft heute, wenn man jemand sagt von Christus, von Bekehrung, warum wird es abgelehnt? Weil Gottes Wort, Geschwister, es deckt auf, es überführt einen Mensch von Sünde, es will ihm den Weg zeigen, den Rechten, es zeigt ihm seine Fehler und das gefällt Menschen nicht. Nur zurück, wir haben die Schriftgelehrten reagiert und die Pharisäer, wenn Jesus ihnen gesagt hat, so ist es, sie waren still, sind nichts gesagt, ja, aber dann sind sie weg und haben beraten, wie sie ihn umbringen, weil er hat bloßgestellt sie, er hat ihre Sache aufgedeckt und darum wird heute das Wort abgelehnt, weil ein Mensch sieht, er kommt in das Licht und durch das Wort sind seine Werke klar, sind aufgedeckt und er sieht, ich bin Unrecht, ich bin ein Sünder, ich muss etwas tun und das gefällt Menschen nicht, ja. Aber Geschwister, und nochmal, und Gottes Wort, Geschwister, es ist so, dass es schon nicht. Wir können manchmal etwas beschädigen und einfach vielleicht sagen, nur ja, es macht vielleicht nichts. Es ist eine Kleinigkeit. Aber der Hebräerschreiber sagt uns etwas, was wirklich einfach Menschen vielleicht ablehnen und was Menschen straft vielleicht. Ja, er sagt so, ich bin schwer blättere. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, es dringt durch, bis das erscheidet, Seele und Geist, Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Ja. Es ist vor ihm alles entdeckt. Er sieht alles. Und sagt auch Gottes Wort, er hat Augen wie Feuerflamme. Er sieht es. Und darum kommen Menschen plötzlich da und sie lehnen es ab. Es ist für sie zu schwer. Sie lehnen es ab und gehen zurück und versuchen, es verweigern, dem Wort Gehorsam zu schenken und ziehen sich zurück. So ist das Wort. Deshalb, Geschwister, wird heute Gottes Wort oft abgelehnt und ihm wird widersprochen. Aber es ist wirklich ein Licht. Es strahlt, es zeigt, es deckt auch. Das Wort war vom Anfang und es redet heute noch. Ja. Es zeigt an mir und uns alle, Geschwister, wenn wir einen Fehler machen. So ist es ja. Und Gott will, dass wir dann uns korrigieren, wiederum durch das Wort. In Kolosser
4, glaube ich. Nee, in Galater. In Galater 6 steht es. Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Vater übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid, und siehe auf dich selbst, und siehe auf dich selbst, dass du auch nicht versucht werdest. Und so ist es, Geschwister. Oft werden wir in unserem Leben übereilt von einem Fehler, unbewusst. Und plötzlich sagt es uns etwas. Jemand sagt, guck mal, Bruder, Schwester, da ist was nicht und will uns helfen. Wir sollen uns helfen lassen, Geschwister. Nur muss es sein mit sanftmütigem Geist, ja, aus Liebe. Und er sagt, schau nicht, dass du auch nicht versucht wirst. Im Helfen kann ein Mensch einen Fehler machen. Wenn er nicht beruft sich auf Gottes Wort, da kann der Fehler entstehen. Und welcher Fehler? Für mich, wenn ich helfen will, und für den, der mich helfen will. Und darum sagt er ja, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und darum ist es so, Geschwister, ja, in allem ist Gottes Wort unsere Richtschnur im ganzen Leben. Und wie oft machen wir Fehler oder machen Menschen Fehler, wenn sie nicht befolgen Gottes Wort, ja. Wir haben es zu Hause gesagt, wie viele Fehler sind entstanden, wie viel geschieht. Ich sage es oft und denke oft, was ein Mensch nicht mehr ändern kann. Unmöglich, es geht nicht. Ja. Er kann nichts ändern. Der Fehler ist da. Was ist jetzt, Geschwister? Ja. Jetzt ist es nur Vertrauen auf die Gnade Gottes. Und es kommt an Heimstelle, ich kann nichts ändern. Ich sehe es ein, es war ein Fehler, ja. Was kann ich jetzt? Nichts. Und Gott in seiner Gerechtigkeit, Geschwister, macht keinen Fehler. Ein Bruder hat einmal so gesagt, er ist schon lange in der Ewigkeit. Er hat viel gebetet für seine Kinder und nicht eins ist der Gnade gewesen. Ja. Und er hat sich Vorwürfe gemacht, ob alles recht. Er hat das Gnädige getan. Und dann muss ein Mensch in solcher Lage denken, ich habe mein Bestes getan. Und Gott in seiner Gnade wird es sehen, meine Arbeit. Ja? Er sagt auch in Gedanken, Korinther dafür. Und Gott wird schon Recht richten. Aber Gott sei Dank, auch in der Familie ist später eine Seele rausgekommen. Wir wissen nicht, wir stehen noch im Leben, wie es weiter wird. Ich kenne eine Familie, der Vater ist schon lange in der Ewigkeit, ein Bruder von Kaukasus noch. Er war allein gestanden in seiner Familie, in seiner Verwandtschaft. Ja. Er hat gebetet, in alter Mann, ich habe ihn gut gekannt, betet für seine Kinder, für seine Frau, für seine Geschwister. Sie waren gottlos. Ja. Er ist gestorben. Nach seinem Tod haben zwei seiner Söhne sich zu Gott bekehrt. Nach seinem Tod, nicht gleich, aber kurz darauf. Ja. Einer ist gestorben, einer lebt hier in Deutschland. Und seht mal, so ist Gott, ja. Wenn man Gottes Wort vertraut und alles getan hat nach Gottes Wort, der segnet Gott, Geschwister. Gott ist dann der Gott der Gerechtigkeit, der Liebe und Gnade. Aber was bedeutet für uns, Geschwister, möchte ich noch eingehen, der Gedanke. Was bedeutet für uns das Himmelsbrot heute? Ist es für uns wertvoll? Schätzen wir es, Geschwister, ja? In Hebräer 1 sagt der Hebräerschreiber, ich lese diesen Vers, das sind Hebräer 1 von Anfang. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zu erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Welcher Sendemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit
und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünde durch sich selbst, hat er sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Hebräerschreiber zeigt uns Jesus, ja, welcher trägt alles mit seinem kräftigen Wort. Wenn wir an das denken, Geschwister, er trägt mit seinem Wort alles, ja, und hat die Reinigung gemacht, alles, ja. Und darum hat Gott ihn gesetzt zur Rechten Gottes. Und dieses Wort, Geschwister, das Wort macht einen Mensch selig. Kein Mensch, sage ich nochmal, sondern Gottes Wort. Darum soll für uns Gottes Wort über alles sein, ja. Wir sollen Gott danken, dass wir es haben. Und sollen Gott bitten, dass diese Kraft Gottes, welche wir brauchen, in Römer 1 sagt Apostel Paulus, Römer 1, er vergleicht, und das ist also nicht vergleicht, sondern das Wort, es ist das Evangelium. Und er sagt, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft, dieses Himmelsbrot, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, sintemal darin offenbar wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Geschwister, im Wort Gottes, ja, offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, ja, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Dieses Evangelium war für Apostel Paulus alles. Auf einer Stelle sagt er, mein Evangelium. Warum sagt er mein? Gott hat es ihm vertraut, weiter zu tragen. Es ist mein Evangelium. Und jeder von uns kann sagen, es ist für mich. Es ist mein Wort für mich gegeben. Und darum soll es so sein, Geschwister. Es ist alles im Leben, ja. Es ist das Himmelsbrot. Es bleibt so. Und in, kommen wir jetzt in den Sinn, in Korinther. Ja, in Korinther 1. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und diese Kraft, Geschwister, die brauchen wir. Die Apostel Paulus gebraucht, die hat ihm geholfen, durchgehen durch dieses schwere Leben, was er gehabt hat, ja, was er auf sich genommen hat. Er hat es gebraucht, ja. Und der Hebräerschreiber sagt, er trägt alles mit seinem Wort. Er trägt uns, Geschwister, hindurch, von Anfang bis zum Ende. Durch sein Wort, ja. Und sein Wort, Geschwister, hilft uns in Trübsal, in Not, in Leiden. Ich habe mir ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, ja. Er trägt uns bis in den Himmel hinein, Geschwister. Durch alle Trübsale. Im Psalm 119, Vers 92, sagt so, Psalm 119, Vers 92, wo dein Gesetz nicht mein Trost wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Wenn dein Gesetz oder dein Wort nicht mein Trost wäre, wäre ich vergangen in meinem Elend. Ist das nicht eine Tatsache, Geschwister? Welcher Mensch oder wie viele Menschen sind gestanden im Elend und Jammer? Was war für sie Gottes Wort? Ein Trost. Wenn nicht das Wort, sagt er, dann wäre ich in meinem Elend vergangen, ja, untergegangen. Und darum gerade da brauchen wir Trost in der Trübsal. Gott schenkt es uns, ja. Wir haben Sorgen im Leben. Petrus sagt, werft alle Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Psalmist sagt in Psalm 55, Psalm 55, Vers 23, Psalm 55, 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Der wird dich versorgen, der wird dir helfen, der wird dich nicht in Unruhe lassen, dass du in deine Sorge verschmachtest. Und so trägt, Geschwister, er uns heute mit seinem Wort. Ja.
Und dann von Paulus noch habe ich mir aufgeschrieben, durch viele Hindernisse im Leben. Und die haben wir viel, Geschwister. Wie viel hat Paulus gehabt? Vor ihm war es ein Berg, eine, wie sagt man, eine Unmöglichkeit. Und doch hat Gott ihm gezeigt, dass Gott auch da einen Weg hat für ihn. 2. Korinther 12. Ich lese mal von 7. 2. Korinther 12. Vielleicht wäre es gut von oben, aber ihr wisst von was. Und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Mut, sagt er, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nähten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wie durch das Wort. Also er hat zu mir gesagt, dass dir genügen an meiner Gnade. Ja? Und darum sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch die Kraft seines Wortes. Und Geschwister, er trägt uns durch sein Wort oder mit seinem Wort zuletzt auch in die Ewigkeit. Das Wort begleitet uns bis zum Lebensende. Und vertrauen wir dem Wort, dann werden wir nicht zuschande. Für alle Ewigkeit, ja. Gottes Wort ist eine ewige Kraft, Geschwister. Für die sollen wir Gott danken. Jakobus sagt, ja, in Jakobus 1, wir haben es mal bei unserer Bibelstunde behandelt, Jakobus 1 sagt er ganz deutlich, 21. Jakobus 1 am Ende. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seele selig machen. Darum nehmet das Wort an mit Sanftmut. Liebt es, will er sagen, zu den Gläubigen der Jakobus. Nehmet es an. Es ist ein Wort von der Seligkeit. Es wird eure Seele selig machen. Ihr werdet nicht enttäuscht, wenn ihr dieses Brot des Himmels annimmt mit Sanftmut, nicht widerstrebt, sondern Gott dabei danket. Und dieses Wort, Geschwister, zeigt uns auch noch, dass wirklich Menschen dadurch selig werden, nur durch das Wort. Mancher Mensch versucht, einen anderen Weg zu suchen, aber Petrus und Johannes damals in Apostelgeschichte, wo die Apostelzeit angefangen hat, was sagt Petrus? Er hat ihnen Gottes Wort gebracht. Er hat zu ihnen geredet, zu den Menschen, wo Jesus gekreuzigt haben. Aber dann sagt er, Apostelgeschichte 1, Entschuldigung, Apostelgeschichte 2, wo er gepredigt hat, und den Menschen einfach gesagt hat, den Weg, wo sie gefragt haben, was sollen wir tun? Sagt er, tut Buße, lasst euch an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde, so werdet ihr empfangen die Gabe des Geistes. Aber dann sagt so, Vers 40 und 41, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er, Apostelgeschichte 2, 40, bezeugte er und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Und dann Vers 41, die nun sein Wort gerne annehmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen, die wo das Wort gern angenommen haben, das Wort vom Kreuz. Und das ist das gleiche Wort, das Himmelsbrot, Geschwister, wo allein die Seele selig machen kann. Nicht umsonst sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Das sollen wir nehmen, Geschwister. Ich sage nochmal, kein anderes Brot, kein fremdes Brot. Ja.
Wie soll unsere Seele, Geschwister, durchkommen im Leben, wenn wir nicht auf Gottes Wort achten, ja? Unser Bedürfnis soll sein, Geschwister, nach diesem Brot zu verlangen haben, ein Hunger, beten, Gott schenke es uns, diesen Tag, heute, morgen, Gott sorgt für jeden Tag, Geschwister. Er lässt uns nicht allein. Und das ist allein das Brot von oben. Und wenn wir diesem Brot, diesem Wort Glauben schenken, dann täuscht es uns nicht. Menschen können uns täuschen, Geschwister. Ja? Und können uns vielleicht vom Wort sagen, aber vielleicht etwas dazu tun oder wegtun. Es täuscht uns. Aber das Wort, was Jesus geredet hat, was uns gegeben ist, Geschwister, glaube dem Wort. Lasst euch nicht verführen von manchem, ja. Es ist schön und gut, wir haben viele Beschreibungen, seelische Beschreibungen, wichtige, ja. Wir sollen sie schätzen, aber grundlegend für uns bleibt Gottes Wort. In Hebräer 12, ich lese den ersten Vers, Geschwister. Hebräer 12, zwei Vers. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Wir haben sie auch heute, Geschwister. Lasset euch ablegen die Sünde, so uns immer anklebt oder uns immer umringt und träge macht. Und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Wir haben die Zeugen, Geschwister, nochmal. Wir sollen sie schätzen. Aber dann sagt Hebräerschreiber, und aufsehen auf Jesu. Wir haben das, aber eins bleibt. Aufschauen auf Jesu, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der ist der Anfänger. Das Wort war vom Anfang und es bleibt bis zum Ende. Ja? Und darum sollen wir aufschauen auf ihn, was er gesagt hat, was er uns hinterlassen hat. Ich bin das Brot. Wer dieses ist, der wird selig. Und gedenket an den, ja, der ein solches Widersprechen, dem Wort war widersprochen, erduldet hat, ja, von den Sündern wider sich, dass ihr nicht in eurem Mut matt und werdet und abfallet. Ja. Gedenkt an das. Und Geschwister, Gott helfe uns im Leben, auch mir, dass wir dieses Wort, Geschwister, tragen in unserem Herzen, dass wir es nehmen, ja. Und der Kolosser sagt, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Lasst es wohnen. Singet und spielt in eurem Herzen, auch Epheser sagt davon, ja. Und darum, wenn wir es wohnen lassen in uns, dann findet in unserem Herz kein Platz ein fremdes Wort, ein fremdes Brot. Lasst es wohnen. Und unser Gebet zu sein, Herr, gib uns täglich von diesem Brot. Wir brauchen es, dass wir nicht verschmachten. Gerade in dieser Zeit, Geschwister, wie viel geht auf uns zu, um uns her? Wie viel Versuchungen, ja, wie viel Verleitungen. Und wir können schnell, Geschwister, uns der Welt gleichstellen. Aber wir sollen uns denken, was sagt Gottes Wort? Zum Apostel Paulus, zum Timotheus sagt Paulus, entschlage dich von dem unnützen Geschwätz. Ja, alles ist, es bringt nur dazu, dass es Schade anrichtet. Es frisst um sie wie der Krebs. Entschlage dich, aber halte an dem Wort, ja. Halte an dem, lieb das Wort, Geschwister. Und darum wünsche ich uns, dass Gott mich helfe, uns als Gemeinde, dass wir unseren Blick auf das reine Wort richten, ja, dann fehlen wir nicht. Und Gott helfe uns dazu und segne uns und stehe uns bei im Alltag auch, Geschwister. Wir brauchen es im Alltag. So viel, wem Gott dienen. Kein Unterschied. Gott segne uns. Amen.